Wer Harry Potter mag, der wird die Harry Potter Ausstellung lieben. Also taucht mit mir ein in die Welt der Zauberer und Magier. Harry Potter die Ausstellung ist die umfangreichste Ausstellungstour über die Harry Potter Welt, die Wizarding World und alle Filme und Komponenten dieses Universums. In der Ausstellung gibt es originale Requisiten und Kostüme, interaktive Stationen und wir haben Filmset-Nachbauten. Besonders gut gefallen und auch überraschend sind die ganzen Originalstücke gewesen aus den einzelnen Filmreihen und welche man auch aus den Büchern kennt, wenn man die gelesen hat. Und das war super, dass sie die da auch ausgestellt haben und mitgebracht haben. Ja. Neben mir sind jetzt Lara und Sophie, zwei ganz große Harry Potter Fans. Warum seid ihr denn Harry Potter Fans? Ja, also Harry Potter fasziniert mich auch so, weil das eben eine ganz andere Welt ist und es so viele tolle Charaktere gibt. Wer ist denn dein Lieblingscharakter? Luna Lovegood. Warum? Weil ich finde, sie ist sehr klug und ich finde, dass sie manchmal auch sehr gut zu mir passt. Und dein Lieblingsteil? Ist ganz am Anfang, wo Harry abgeholt von Hagrid wird. In der Welt der Zauberer, da dürfen zwei Dinge nicht fehlen. Das eine ist natürlich der Zauberstab und das andere sind die Zaubertränke. Und wie man so einen braut, das schauen wir uns jetzt an. Einfach die Anfangsgeschichten, wie es eigentlich anfängt und ja. Die Ausstellung ist für Leute von jung bis alt. Auf das Alter kommt es nicht an. Wenn ihr Harry Potter Fans seid, dann dürft ihr das nicht verpassen. Es ist eine globale Tour und der zweite Halt ist die Europapremiere in Wien. Wenn ihr also aus Wien seid, aus Österreich oder in der Umgebung wohnt, es ist eine großartige Gelegenheit, diese Ausstellung zu sehen.